Herzlich willkommen. Ja, ich bin richtig hier. Es ist kein Video für den veganen Kanal. Ich bin hier richtig auf meinem Let's Play Kanal. Kurze Info. Die Kacke ist am Dampfen. Ja. Mein Rechner hat sich jetzt endgültig aufgeraucht. Puff. Ja, das war's dann. Nein, so schlimm wird's nicht, hoffe ich. Mein Papa und ich sind gerade an einer Lösung dran. Ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, das weiß ich in roundabout 14 Tagen. So lange wird es wahrscheinlich noch nicht mal dauern. Aber es dann kommt natürlich kein Let's Play, was richtig scheiße ist, weil ich ja gerade mit euch Phobia angefangen habe. Ja, die ersten anderthalb Stunden, der erste Teil ist raus. Und was passiert? Es kommt nichts mehr. So, nichtsdestotrotz, ich werde Phobia, sobald alles wieder läuft, zu Ende, also erstmal weiterspielen, zu Ende spielen. Wenn ihr es euch zwischendurch mal anders angucken wollt, tut das. Weil, ja, Leda spielt es ja letztendlich eh anders und ich werde es trotzdem spielen. Ist jetzt nicht das Ding. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich erstmal loswerden wollte, ja, damit ihr Bescheid wisst. Ja, ich habe gebetet, geflucht, geheult, gespuckt, egal, es hat nichts geholfen. Er hat ja schon lange Zicken gemacht, aber jetzt ist er halt. Jetzt ist hin, hin, hin. Ups, mein Papa tippt auf ein Hardware-Problem. Ich habe davon keine Ahnung. Whatever. Es hilft nichts. Ja, und 3000 Euro für einen neuen Rechner. Richie, übrigens herzlichen Glückwunsch nochmal. Freut mich sehr für dich. Ich hoffe, du hast immer noch viel Freude an dem Teil. Wenn du dich da aufgebaut hast. Habe ich jetzt gerade nicht. So, das war's auch schon. Aber bleibt mal dran. Ich habe jetzt nämlich noch was Lustiges für euch. Wir werden uns nämlich jetzt über ein Objekt in Horror Games unterhalten, was geliebt und gefürchtet zugleich ist. Sagen wir mal, geliebt von den Let's Playern und gefürchtet von den Protagonisten in den Horror Games. Und welches Objekt es sich dreht, das erfahrt ihr gleich. Bleibt dran. Jetzt geht's los. Wenn wir überhaupt irgendwas Horrormäßiges auf diesem Kanal machen, abgesehen von meiner Fresse. So, ich habe mich ein bisschen sexy gemacht, dass überhaupt irgendwas Schönes hier noch zu sehen ist. Bitte nicht wundern, ja, ihr wisst, ich bin ein Freund von absolut guter Schnitttechnik und viel Firlefanz in Form von Memes und Musik. Das alles müssen wir natürlich jetzt ein bisschen reduzieren, weil ich das Ganze jetzt auf meinem Handy schneide. Ich meine, die Viva Video App könnt ihr euch mal angucken. Könnt ihr mittlerweile, glaube ich, für 40 Euro, einmalig 40 Euro erwerben. Früher kostete 12 Euro im Jahr. Super geniale Schneider-App fürs Handy. Also es gibt keine bessere. Aber natürlich trotzdem, ne, nicht so viel Platz, um damit X-Spur zu arbeiten. Aber kommen wir zum heutigen Corpus Delicti. Der Glocke. Nicht die Glocke von Schiller, nein, die meine ich jetzt nicht. Ich meine, wer so ein bisschen an Allgemeinbildung verfügt, ja, der sollte auch in der Lage sein, das Ding einfach mal aufzusagen. Keiner, habe ich mir gedacht. Einen Moment. Loch in Erde, Bronzerin, Glocke fertig, bim, bim, bim. So, wir haben jetzt alle was gelernt. Nein, aber von der Glocke spreche ich nicht. Ich spreche von dieser Glocke. Die Glocke der Hölle, des Todes. Die Glocke. Sie hat jetzt schon eine ganz komische Wirkung auf mich. Niemand kommt an dem Ding vorbei. Es treibt alle gleichermaßen in Wahnsinn, Let's Player wie Protagonisten der Horror Games. Die Glocke, die man auch nur versucht, auf jede erdenkliche Art zu läuten, wie es geht. So oft wie möglich. Mit welchem Körperteil auch immer. Ja, spielt keine Rolle. Hauptsache, man läutet sie. Diese Glocke, die Geschichte dieser Glocke, das ist so ähnlich wie mit Do not push the red button. Jeder drückt den roten Knopf. Ich werde mich jetzt beherrschen. Und wir diese Glocke nicht anfassen. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz ein bisschen frische Luft schnappen. Ich versuche sie mal zu ignorieren und dann versuche ich nochmal mit euch über das Thema zu sprechen.
Mm-hmm.